Das heißt, jetzt müssen wir mal die Pflanzen gegen Gegner probieren. Und ich hätte vorgeschlagen, wir kaufen uns noch ein so ein Donnergebräu in Hogsmeade und gehen irgendwie zu einer Gegnerhorde und ballern da alles raus, was wir haben. Dass wir die ganzen Aufgaben gleichzeitig erledigen. Auf geht's nach Hogsmeade. Ups. Willkommen. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. So. Hallo? Eine weise Entscheidung. Okay. Vielen Dank. So, und dann sollten wir wahrscheinlich mal in den Wald gehen. Wir müssen ja die ganzen Zaubers lernen. Okay, so, wir nehmen hier vorne einfach den Weg. Guck mal, und hier ist noch so ein Merlin-Dings. Ja. Incendio. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Oh. Hier sind wieder diese Kelche. Da ist einer. Die muss man, glaube ich, in meiner richtigen Reihenfolge machen. War das nicht so? Da ist noch einer. Was? Hä? Incendio. So. Scheiße. Warte mal, dann vielleicht den hier zuerst. Au. Lauf! Incendio. Noch ein? Das ist aber auch. Lauf doch. Rebellion. Nein. Incendio. Oh, Mann. Du Sau einfach. Der rennt manchmal einfach los, manchmal nicht. Incendio. Damit wäre das jetzt. Geil. Okay. Ich muss immer noch Gegner suchen. Warum ist da so ein Mond drauf? Was ist hier vorne? Ist das wieder so ein Folge den Schmetterling-Ding? Er kämpft da. Ah,
ins Handy. Von Trinko. Von Trinko. Lol, die kämpfen gegen die Zentauren? Wie cool ist das denn? Revelio. Hä, hey, wie cool ist das denn bitte? Oh, die Schmetterlinge sind weg, oder was? So, das haben wir. Aber hier sind doch mehrere, oder? Hey, Doktor! Hast wohl Angst, dir eine einzufangen? Du bist... Oh, zu brutal. Potato, guter Trick. Jetzt nun gleich die Ohren. Sollen wir beenden, was wir bekommen? Die Pflanzen sind ja voll krank, ey. Die spuckt hier die ganze Zeit ihre Säure oder was das ist. So, alles erledigt. Gebt mir eure Schätze. Warum ist der Schatz in der Kiste? What the fuck? Revelio. Wie ihr wisst, ist das schärfste Werkzeug. Doch da sind die Schmetterlinge. Wieder. Das Glück hatte ich aber lag hier. Potato. Stufe. Stufe. Incendio. Lag hier. Komm, Pringo! Aber die Schmetterlinge sind irgendwie oben oder so. Oh, scheiße. Ich bin ganz unten und die sind ganz oben. Das ist ärgerlich. So, und dann gehen wir gleich mal in den Unterricht. Oh, die Truhe. Boah, was ist das? Hänsel und Gretel Hexenhaus, oder was? Ein bisschen heruntergekommen. Dreisitzer-Sofa, ah ja. Was? Ein Inferi ist hier. Da ist noch einer. Wo ist der? Ja.
Kommst du da mal runter? Du Schwein! Das ist ja wohl frech. Steht einfach auf dem Dach. Was ist denn mit ihm? Okay, ich hätte halt nicht erwartet, dass hier irgendwie in Feri sind. Nicht im Wald. What the fuck, ey. Oh, kann ich das nicht sammeln? Oh, hier sind einfach alle Raunen. What the fuck? Ich hätte einfach welche finden können. Beware Spiders. Hey. Da geh ich nie rein. Könnt ihr knicken. Da kann man auch gar nicht rein. Und was ist das hier unten? So ein Bärenlager oder so? Oder Wolfslager? Was sind das für Symbole auf der Karte? Let's check this out. Okay. Okay, hier ist schon wieder Leute. Warum sind hier überall Hühner? Oh oh. Kann ich nicht. Hinter mir, ich wusste, dass sie da rauskommt. Au, ich hab voll gepennt. Puh. Ich kam keine Sekunde zu früh. Incendio. Eigentlich will ich hier gar nicht reingehen. Die Viecher sind richtig eklig. Uah, Gift. Uah, Alter. Hör mal auf damit. Ist das Viech widerlich. Das kommt hier nicht durch, weil es zu fett ist, richtig? Oh,
Die sind echt eklig, die Viecher. Kann jetzt auch mal wieder aufhören mit Spinnen, ne? I believe I spider. Nix da, ihr bleibt da drin. Räuch euch aus. Incendio. Bin ich denn hier? Ich bin schon wieder voll verlaufen. Okay, immerhin Loot. Tiefer hinein, ich hab keine Angst. Ach du Scheiße. Viele auch einfach, ne? Und wie groß diese komische Höhle ist, wo ich bin. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne. Jetzt überhaupt nicht, wo ich bin. Warte mal, wir machen mal die Karte auf. Oh, guck mal. Wo bin ich denn ganz rumgelaufen? Okay. Das ist so typisch mein Spielstil. Ich renne einfach los. Ups. Der ist weg. Aber immerhin habe ich so ein bisschen das Kämpfen drauf mittlerweile. Das ist dann ganz nice, so, weil dann ist das nicht ganz so kritisch immer. Incendio. Herausforderung abgeschlossen. Besiege Spinnen. Ja, guck mal. Haben wir nicht irgendwo Truhen? In der Nähe? Oben. Da komme ich nicht hin. Gegen wen kämpfen die? Incendio. What the fuck? Wie viel hält der aus, Alter? Du kannst den Stein wieder auf ihn zurückwerfen. Oh, und dadurch ist er betäubt. Die halten ja mega viel aus, ey. Puh.
Troll. Oh. Geil, erstmal ein Trollpopel gesnackt. Eingesteckt meine ich, gesnackt nicht. Das wäre eklig. Also noch ekliger. Ah, die kämpfen wieder gegen Zentauren. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Rebellion. Okay, aber hier oben war doch irgendwo ein Dorf, wo ich bin, oder nicht? Ja, ein Stück weiter. Und ein Stück weiter zurück ist eine Flamme. Zum Teleportieren. Vielleicht sollten wir die mal holen. Kann nicht schaden, oder? Da oben. Ein Gold. Wollt ihr mich verarschen? Ein... Wer hier wohl gelebt hat? Ich lebe jetzt hier. Okay. Protego, Revelio. Incendio. Wir fackeln alles ab, Leute. Revelio. Wo ist der Beutel? Da oben ist noch irgendwas und da ist was. Tasche. Wie komme ich da hoch? Hier. Nee. Oh, hier. Das ist die Truhe. Oh, cool. Das ist die Truhe, die ich von unten gesehen habe, aus der Höhle, aus der Spinnenhöhle. Glaube ich. Ja, war schon widerlich da drinne. Diese Spinnen, ey. Stellt euch vor, solche Spinnen gibt es wirklich so riesig. Boah. Also ich habe normalerweise keine Angst vor Spinnen. Die sind mir eigentlich relativ egal, aber... Ich habe neulich... Wenn das mal... Der wollt... What? Die Tierwesen sind jetzt sicher. Wer hat den Feuertornado beschworen? Ich doch nicht, oder? Konzentration 1. Was? Guck mal, da ist ein Turm. Was haben Sie jetzt vor? Was haben Sie jetzt vor? Okay, ey, wir haben echt uns richtig durchgeboxt jetzt, ne? Krass. Oh, kann ich noch gar nicht. Stufe 19. Ist dann auch noch schlechter. Ist ja lächerlich. Okay, sind auch alle schlechter. Cape ist auch schlechter. Ist auch schlechter. Hm. Was ist denn das hier?
Binden 3, Knieselfell. Okay. Das sind irgendwelche, das sind diese Glyphen wahrscheinlich, ne, die ich in den Stuff packen kann. Oha, ja, ein paar mehr neue Gegner gesehen. Besonders diese ganzen Spinnentypen. Ein Troll. Okay, das war schon mal geil. Hier haben wir doch noch irgendwas. Genau, wir haben Spinnen, glaube ich, besiegt. Hier. 70 Spinnen. Okay. Handbuchseiten. Das können wir abholen. Das noch nicht. Okay. Ja, nice. Jetzt gehen wir hier mal weiter gucken, was Merlin da für uns hat. Erstmal Merlins Zauber. Schon bessere Tage gesehen. Die bessere Tage ist doch voll schön hier. Ich erkenne eine da ist was Merlins, drin. Wenn ich sie sehe. Komm ich da ran? Erstmal die Truhe. Okay, was muss ich hier machen? Okay, das war's nicht. Und darauf. Oh, verstehe. Aber der geht weg. Weil ich den Boden berührt habe. No! Okay, Jump'n'Run-Passagen incoming. Ich schaff das. Ich schaff das. Beim letzten Mal runtergefallen. Aber es ist egal. Nice. Haben wir hier noch irgendwo was? Nee. Da ist der Turm. Au. Einfach, weil ich es kann. Unten ist irgendwo ein Gegner. Bestimmt wieder so ein Flusstroll. Fliegen die ganze Zeit über so Steine in die Fresse. Pong, 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 pong. Hallo. Hallo. Wie schön. Hallo. Danke. Es wird so nebelig. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Wo ist denn der Turm? Ich kann da nicht lesen, was da steht. Hä, bin ich doof? Da ist das Dorf erst. Ich bin irgendwo falsch abgebogen.
Aber ich kann auch hier hinten lang gehen. Ja, dann machen wir das. War das hier? Warte mal, das ist ein Lager. Das räuchern wir aus. Hier kommt der Streiter der Gerechtigkeit. Hallo! Oh, Kobolde. Au, wo kommt der denn her? Oh, das kann ich nicht ausweichen. Oh. Kobolde sind scheiße. Mann. Scheiße. Man kriegt halt nicht so richtig. Man kriegt manchmal nicht so richtig so ein Feedback, wie stark man verwundet ist oder so. So, also es blinkt so ein bisschen rot irgendwie, aber so richtig mitkriegt tut man das nicht. An dem kann ich halt nicht dodgen. Und das ist halt die Kacke. Nein, du sollst doch den hier anvisieren. Den kann ich wieder nicht... Mann! Ah! Die sind halt wirklich scheiße, weil die dich so krass attackieren, die Kobolde. Mann! Da kommen halt immer gleich alle fünf. Und die sind richtig in deine Fresse. So. Ist halt super schwierig. Ja, er ist einfach weg. Mein Zauber geht ins Nichts. Und er greift mich zweimal an. Ja, Ruhe jetzt. Da, guck mal, wo kommt er her? Er hat sich einfach irgendwie teleportiert oder in so einem Quatsch. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Mann. Gott sei Dank, ey. Rebellion. Was ist das für ein komisches Geräusch die ganze Zeit? Ist irgendwie unheimlich. Lord Voldemort in der Nähe? Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ins Hemd. War hier nicht irgendwas hinter? Da hängt irgendwas, ja. Was macht man damit? Hallo? Kannst du mal bitte... Meine Güte. Man sprengt es. Gute Idee. Da ist da auch noch einer hinter, oder? Aber wie kann ich das... Ach so. Kann ich wahrscheinlich auch mit dem hier machen, oder? Ja. Noch irgendwo einer? Da. Der Zauber ist halt voll geil. Also Confringo ist halt richtig fett. Er hat nämlich Reichweite, das ist halt geil im Vergleich zu Incendio. Du bist schwer. Du bist schwer. Du bist so wie das Licht, das deine Augen verschwindet.
Die wollte irgendwas auf mich zaubern, was ich nicht blocken konnte. Boah. Nix da. Ein wilderer weniger in unserer Welt. Revelio. Aber die Kämpfe werden härter. Also man hat schon so das Gefühl, ein bisschen... Hat schon... Dass sie halt auch so Zauber nutzen, die stärker sind. Ich glaube nicht, dass man alle Zauber auch blocken kann später. Also ich glaube, sind dann auch schon viele dabei, die man nicht mehr blocken kann. Hier unten sind Gegner. Die lassen wir da. Wo geht ihr hin? Nicht runter, bitte. Weil unten sind Geishnas. Oh. Ist mit dir. Na klar kann man da nicht hoch. Ist ja logisch. Oh man. An die Wände gehängte Hauselfenköpfe. Ja, cool. Das ist das, was ich gebraucht habe für mein Leben. Gar nicht makaber oder so. So. Okay, da ist das Dorf scheinbar. Jo. Das sieht cool aus. Es ist halt die ganze Zeit Nacht. Wie kann man nochmal die zum Tag machen? Falschen Knopf. Ich würde es gerne am Tag angucken. Oh. Scheiße. Es gab noch nie ein Team wie die Cat. Scheiße. Natürlich komme ich da wieder nicht rein. Auch da komme ich nicht rein. Revelio. Da komme ich rein. Guten Tag. Ich plündere mal kurz ihr Haus. Das. Das sieht verdächtig aus. Was kann ich damit wohl machen? Explodiert. Hm. Okay. Keine Ahnung. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen.
Und nu? Jetzt habe ich einfach seinem Hafenmitarbeiter da die Ladung weggezottelt. Lassen Sie das bleiben. Hallo. Hätten Sie einen Moment? Ja, aber leider nur den einen. Der Laden hält mich ziemlich auf Trab. Ich bin die neue Inhaberin, Indira Wolf. Was verkaufen Sie hier? Irgendwas Cooles? Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Oha. Voll teuer. Vielen Dank für Ihren Besuch. Hoffentlich beehren Sie mich bald. Hallo nochmal, Miss Wolf. Hallo nochmal. Was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Ja, ein Stadt. Ein gewordener Sumpfkrattler läuft frei herum. Er ist sehr aggressiv und hat ein seltsames Muster. Das Leben hier in Pettipon Fort leidet darunter. Ich wünschte, jemand würde etwas unternehmen. Ich muss los. Ich muss tschüss. Wieder los. Aber es war schön, mit Ihnen zu reden. Mit dem Aufzug hätte ich nicht gerechnet. Ja, das ist natürlich hinter dem Haus, na klar. Mit Leuten, die dann für mich arbeiten. Okay. Ach, wisst ihr was? Egal. Wir machen jetzt erstmal die Hauptstory ein bisschen weiter. Jetzt können wir uns hier hin teleportieren, das heißt, wir können irgendwann mal in Ruhe das nochmal ein bisschen erkunden oder so. Wir haben echt viel entdeckt mittlerweile. Zumindest im Vergleich. So, wir sind echt weit gejaggert. Und wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen Unterricht machen. Ein paar neue Zauber und dann machen wir ein bisschen die Hauptquest weiter, damit wir ein bisschen vorankommen. Ist hier der... Natürlich ist da noch wieder eine Nebenquest. Das war nicht das, was ich... Da sind auch noch Nebenquests. Das... können wir machen. Das ist nämlich der Unterricht. Bei Professor Sharp. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn sie nicht aufpassen. Was macht das nochmal? Defindo. Sehr gut. Es scheint, als hätten sie Defindo im Griff. Ich möchte sie noch... So, und ich würde jetzt mal vorschlagen. Obwohl. Warte mal, wir machen so. Haben wir sonst noch irgendwas? Das hätten wir noch, ne? So vielleicht. Ja, so vielleicht. Hier im Klassenzimmer zu üben, um ihrer selbst und aller anderen willen. Ja, direkt noch eine oder was? Professor Sharp, hätten Sie einen Moment? Nun, kommt ganz darauf an, wofür. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen.
Würden Sie mir von Ihrer Zeit als Auror berichten? Gut, ja, Auror. Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Das klingt richtig aufregend. Aufregend? Ja, das war es. Zumindest solange es währte. Als Auror hatte ich eine Menge Erfolg. Aber Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Deswegen hinkt er auch, ne? Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, nun, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich schätze, Auror zu sein ist sehr gefährlich. Mein Beileid. Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Und nicht nur in meiner Stunde. Genau das möchte ich Ihnen allen einschärfen. Immer wachsam! Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen, bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor. Aber der hat doch noch eine Quest. Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Naja, egal. Wie schön, wenn ein Schüler wie smooth da einfach so eine Klinge rausfliegt. Das ist ja krass. So. Wo war nochmal die andere Zauber... Oh, in den Gewächshäusern. Stimmt. In Le Gewächshäuser lerne ich Wingardium Leviosa. Wutschen und wedeln. Warum hat man bisher beim Zauberkunst nur einen Spruch gelernt? Man lernt vom Zaubertrankspruch Marker schon zwei. Komplett wild. Ja, lecker, lecker. Wiedersehen. Sie pfeifen auf moderne Normen. Wir blühen wohl. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ja, ich habe schon bald, ich habe schon voll viele Zauber gelernt, ne, von denen, die es gibt. Danke, Professor. Was? Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Das lernt man aus dem ersten Schuljahr, aber ich kann es noch nicht mal. Sein Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Rutschen und wedeln. Wingardium Leviosa. Nice. Fertig. Ja, genau, da kann ich Kisten mit hochheben und bewegen, ne? Kontrolliere die Position mit was? F, V, Q und E? Ah! Ja, egal. Also, das ist ja komplett komisch. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter. Gut, und der hier ist noch einer mit einer Quest? Nee. Ach so. Gut, das haben wir auch. Die daedalischen Schlüssel. Was ist das hier? Ich weiß gar nicht, wo ich die angenommen habe. Ein Hauch von Liebe. Auf der Karte sind ein Wald, eine Brücke sowie Kerzen abgebildet. Ich habe sie vorsichtshalber in meine Tasche gesteckt. Ach, das ist wieder so eine Schatzsuche, ne? Quest-Items, sind das diese hier? Eine Brücke, Kerzen. Ach du Schande, ey. Keine Ahnung. Ah,
Wir haben doch irgendwo noch einen nicht identifizierten Gegenstand gehabt, oder? Ja, hier. Diese komischen Schatzkarten suchen sind aber auch schwierig, oder? Identifizieren wir mal eben den komischen legendären Gegenstand, den wir haben. Was? Ah. Ja. Na? Ist halt gut, was soll ich machen? Ach du Schande. Okay. Gute Maske. Was haben wir hier noch nicht? Kollegruf. Wir wollen das doch mal erkennen. Guck mal, das ist jemand im Discord. Hallo. Guten Tag. Ach, geht. Ich hab nie einfach gemacht. Geil. Was hast du? Ich habe gerade richtig genießt. Ist ja widerlich. Revelio. Was? Revelio. Und wie läuft? Gut. Weiß nicht, wo ich bin, aber... Schon wieder. Ja, hier Peeves schon wieder. Und ich höre einen Schlüssel. Nur, wo ist der? Wo ist das Buch? Da. Hä? Wo ist denn der Schlüssel jetzt hin? Ach, da ist er. Hängt hier noch. Habe ich ihn schon wieder verloren? Aber er ist noch oben. Also der Schlüssel ist auch echt nicht einfach. Okay, nee, hier ist er nicht hin. What the fuck? Ich glaube, ich weiß, wo der hin will. War nicht hier irgendwo ein Schloss? Warte mal. Ja, hier ist das Schloss. Den Schlüssel habe ich auf halben Strecke verloren irgendwo. Gehen die wieder zu ihm? Musst du deine Fähigkeiten mit R nutzen oder deinen Zauberspruch? Ja, ich guck mal, ob der zurück ist zum Spot. Nee. Stimmt. Ach so, mit Revelio sehe ich die auch. Dann sieht man manchmal... Ne, hier ist der. Oh, hier gibt's zwei Schlüssel, deswegen. Okay. Das wusste ich nicht. Zwei Schlösser gibt's hier.
Und eins ist da unten noch. Das heißt, in diesem Raum muss noch irgendwo ein Schlüssel sein. Ja, hier. Und bei dir weiß ich doch, wo du hin willst. Dich sehe ich doch noch. Ah, wollte mich tricken. Sag ich ja. Hallo. Nice, wieder zwei Schlüssel mehr. Fehlen mir nur noch vier Stück, glaube ich. Oder fünf oder so. Fünf, glaube ich. Ich habe jetzt 11. So, wo geht's hier nochmal hin? Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Die Maske! Fordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Alter. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als was für eine Maske? Ich habe eine Maske. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Nur in deinem Gesicht. Ich darf gerade gedacht. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Akio-Duell. Geil. Die Runde ist wie die andere. Akio. Was? Ein Kinderspiel. Okay, der rollt genau auf 50. What the fuck, ey? Ach, hier. Ich auch. Das war ja unglaublich. Ja, natürlich war das unglaublich. Bounce der jetzt seinen eigenen Ball raus, das wäre lustig. 30 nur, voll schlecht von ihm. Oh, du seinen Ball raus. Die bouncen ja. Ich dachte, oh, wie unfair. Ich dachte einfach nicht, dass die das wegbouncen alles. Trottel. Oh, wie unfair. Ja, kann ich ja schon gar nicht mehr gewinnen. Cool. Wie unfair. Ah. Oh ja. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Gemein, man kann doch nicht wissen, dass die Dinger bouncen so. Das hätte ich halt nicht erwartet. Akio-Duell. Das ist einfach nur bescheuert. Ein Kinderspiel. Akio. Oh, zu spät. Oh nein. Das ist überhaupt nicht mein. Das ging ein bisschen. Oh. Übertriff das mal. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Akio. Bin fertig. Kann ich nicht. Kann nur noch gleich. Nee, ich kann nicht immer mehr gleich ziehen. Kann ich nicht. Nur wenn ich halt jetzt irgendwie was von ihm rausbounce, so, das kann ich halt nicht.
Oh Mann, das ist richtig scheiße. Der macht halt immer so eine solide Leistung irgendwie und ich krieg halt immer irgendwie das nicht hin. Weil meiner immer gegen Bounce oder keine Ahnung was. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Mach mal einen Fehler jetzt, du Lappen. Guck, der rollt immer solide auf 30. Ein Kinderspiel. Akio. Da liegen. Das war ja unglaublich. Na klar war das unglaublich. Na klar ist das noch 50, natürlich. Übertriff das mal. Oh, zu früh losgelassen. Okay, gleich gezogen. Letzter Ball entscheidet, Kollege. Die Runde lasse ich dir. Aus dem Handgelenk. Akio. Wow, unentschieden. Ey, das ist doch... Ah. Unentschieden. Immerhin nicht verloren. Ey, er legt halt auch die Kugel dann so hin, dass du nichts machen kannst, dass du nicht auf die 50 mehr vernünftig kommst. Was willst du denn machen? Das ist richtig scheiße. Alter. Mann, ich will das jetzt schaffen. Ich bin jederzeit bereit. Blöd, Mann, einfach. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. Er fängt da gleich mit einer 50 an. Ein Kinderspiel. Gut, ey. Akio. Jetzt ist er nur noch bei 20. Das war geil. Der meinen auf 50 gerollt und seinen auf 20 zurückgepackt. Ja, so muss das. Übertriff das mal. Oh, oh nein. Oh. Du bist mir einfach nicht gewachsen. Akio. Er legt ihn da einfach so hin, ich kann jetzt nicht vorbei. Was ist das denn? Na los, Leander. Oh, wie unfair. Ich muss jetzt nur dran vorbei. Auch noch weggebounced da den Knaben. Naja, okay. Nicht schlecht. Aber gewonnen. Oh, Alter, ist das eine Scheiße. Du hast mich besiegt. Alter. Nach 1000 Versuchen, ey. Oh, Mann. Du hattest nur Glück. Ich hab's geschafft. Komm schon, Leander. Jetzt sei doch nicht so. Also schön. Du bist gut. Zumindest besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Kopf hoch, Leander. Üb weiter, dann wirst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast. Okay, so. Jetzt aber genug hier.